Also nächste Baustelle, wie gesagt, das wissen wir alle. Das weiß ich, das weißt du. Jeder weiß es quasi. Ja. Nächste Baustelle, Polaris. Ich weiß nur noch nicht, was ich dafür hergebe. Und nach der Polaris, Idris möglicherweise, ja. Kommt auf den Preis an. Ob sich das rechnet. Ich glaube, Nilix ist gerade vorausgeschossen. Ich habe ihn gerade noch mal in der Vorschau gesehen. Nee, doch, da ist er. Der rechnet auch gerade hoch. Dann warte ich noch, dann gehe ich mit ihm zusammen in Quantum. Ich glaube, ich habe Nilix jetzt mitgenommen. Kann das sein? Hast du deinen Geist als Co-Pilot? Aber niemand sitzt im Stuhl. Vielleicht ist das bei dir eine falsche Anzeige. Das kann schon sein. Oh, ich bin zu schnell. Ich bin viel zu schnell, Freunde. Please proceed to assigned landing bay. Welches? Da, okay. Ja, zwei Steuerkonsolen, ja. Das ist, an Sitzplätzen auf der Carrack mangelt es nie. Die Anzeige mit den Höhen ist gerade falsch. Die stimmt nicht. Ich fliege gerade voll nach Gefühl. So, ein bisschen hin. Bisschen da noch. Bisschen hier so. Landing complete. Nicht schön. Sind wir ehrlich, die Landung war jetzt nicht schön. Die Landung war jetzt nicht schön, Freunde. So. Aber ich bin fast auf Punkt gekommen. Naja, mal gucken. Kann ich springen? Oh nein, nix. Kannst du mich anspringen? Geht das? Ja, solange man nicht abstürzt, ist die Landung gut gelungen. Good game, Gamer. Dankeschön. Hallöchen. Und Herr Matthias, auch dir Dankeschön für dein Follow. Vielen lieben Dank. Skeff, damit musst du irgendwo hinkommen, wo du tanken kannst. Wir machen hier mal zu. Zumachen ist immer gut. Ja. Am besten du dockst mal an der Station an. Oder am besten sogar noch an einem... wie leer ist denn dein Tank? Und wo bist du denn gerade? Hier mit dabei? Ne, das ist Ninix. Herr Matthias, gerne auch jederzeit. Ja? Einfach Zwergtyp eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich freu mich immer, wenn Leute mit dabei sind. Und Good Game Gamer, Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Ja, ich freue mich immer, wenn auch gerade erfahrene Spieler vorbeikommen. Das macht es mir auch leichter. Ich bin zwar Early Backer schon ewig Zeiten, aber ich spiele es einfach zu selten. Und da finde ich das immer sehr faszinierend, wenn Leute mit Erfahrung da sind. Weil unterm Strich, jeder mag das Spiel auf seine Weise spielen. Und ich finde auch diese verschiedenen Facetten immer super interessant. Ich bin an der Station Port Olisar, Skeff. Dann lande mal, während du drinnen bist. Drück dann mal
geh mal in dein Mobiglas rein und geh mal hier unten auf den Vehicle Maintenance Service. Und schau mal, ob du hier irgendwas machen kannst. Was ist euer Lieblingsschiff, Chat und Zwecktube? Von denen, die aktuell verfügbar sind, Carrack? Carrack ist mein Lieblingsschiff. Das liegt einfach daran, dass du alles in diesem Schiff tun kannst. Danach. Ah, Dennis ist auch ein bisschen langsamer heute unterwegs. Das finde ich gut. Danach würde kommen, zumindest wenn dann Release, wenn das Schiff nach dem Concept raus ist, Polaris. Das wird auf jeden Fall auch nochmal so ein Schiff sein, wo du halt auch schön kämpfen kannst. Mit einer Crew zusammen. Ja. Das ist auch schön. Die Titanic! Ach, kommt Blue wieder. Aber wir müssen hier landen. Ich habe auf diese Antwort gewartet. Sehr schön. So. Verkaufen wir mal den Sprit, hä? Ach, guck mal, die Caterpillar ist ja hier auch noch. So, dann verkaufen wir mal den ganzen Fusel, ja? So. Und jetzt machen wir eben die kleine Geschichte, die wir vorhin vorhatten. Microtech wollte mal anfliegen. Da soll die Landschaft schön sein, habe ich gehört. Das werden wir jetzt auch machen. Wenn Ninix da ist und Skeff da ist, ihr könnt gerne mit mir zusammen mitfliegen. Dann machen wir einen Gemeinschaftsausflug. Machen wir einen kleinen Gemeinschaftsausflug mit der Carrack, so ein bisschen Klassenfahrt, ja? Ich glaube, ich habe mir jetzt... Ja gut, ich brauche mir zum Glück nicht merken, wo ich gelandet bin. Janis, grüß dich, hi. Ich brauche mir zum Glück nicht merken, wo ich gelandet bin, weil ich finde wenigstens so ungefähr mich zurecht. Ninix ist leider immer noch auf Selen. Sollen wir dich abholen? Wir können dich, wenn du magst, kannst du auch rüberboarden. Hey. Was ist denn jetzt? Ist jetzt Mobbing, was hier passiert. Wir können dich anspringen und dich mitnehmen. Hallo. Muss halt dein Chip danach wiederholen. Das wäre super. Gerne jederzeit. Ich hoffe, da ist nicht so viel Ladung verloren. Dann holen wir jetzt noch Ninix ab, dann können wir gleich einen Weltraumspaziergang machen und fliegen dann nach Microtech, gehen uns Blümchen anschauen. Ich finde, das ist ein schöner Plan. Spezifisch! Spezifisch! Hallo! Beste Joe-Skins? Tatsächlich nein. Tatsächlich habe ich noch keinen besten Joe-Skin. Sehr schöner Name im Übrigen. Sehr schöner Name im Übrigen. Ganz großartig. Wer eiert denn da schon wieder rum? Das ist bestimmt Skeff, oder? Skeff, bist du das? Der rumgeistert? Ich bin gerade in der Schleuse entgegengekommen. Ach, du warst das, Skeff? Hast du so eine krasse Rüstung schon wieder am Start? Ja, dann, Freunde, dann schieß mal den Kumpel hier über den Haufen, oder? Das bist doch du. Das ist schon eine krasse Rüstung, tatsächlich. Terry, das sind alle. Naja, komme ich wieder nicht hoch, ne? Mal außen rumgehen.
So, machen wir die Bude zu, hä? Außer Skeff kommt jetzt noch. Ah, nein, Moment, da kommt noch. Hier. Bude zu. Ja, kommt. Freunde, wir holen euch ab. So, Nase runter. So, kommt. Die sehen mir nicht tot genug aus. Jawohl. So, das ist Skeff, oder? Na komm. Ich nehme mich auch mit. Du hast keine Ahnung, wo es hingeht, aber dich nehme ich auch mit. Das ist Skeff, oder? Hi, Skeff! Na komm! Ich bring dich schon nicht um. So. Ab dafür. Jo, los, Freunde. Okay. Holen wir jetzt Ninix ab. Dann kriegt Ninix seine Rettung. Und nach der Rettung von Ninix fliegen wir nach Micro. Das ist doch ein super Plan. Das ist eine schöne Zeit jetzt, die wir nutzen können. So. Dennis beschützt mich, damit mir hier nichts passiert. Wenn wir schon blinde Passagiere an Bord haben. Good game, Gamer. Ich wünsche dir was. Hau rein. Lass dir gut gehen. Und ich hoffe, wir sehen uns. So, jetzt wo ist Ninix? Hier irgendwo, ne? Da ist er. Ich hab, glaube ich, gefunden. Hier ist der Quantum Beacon. Thank you. And please visit again. Das ist hier bei Selen gerade. Ich hoffe, ich krieg'n Erwischen dann auch. Ich will nicht nach Selen, ich will Ninix an... Ich glaube, das ist so in Ordnung. So. Gut. Freunde. Den Unbekannten. Ah, lasst ihn doch mitfliegen. Wenn er euch nichts tut und uns nichts tut, dann dürft ihr gerne mitfliegen als Passagier, als Gast, Freunde. Ja? Zwerge sind gastfreundlich. Den bringen wir erst um, wenn er auf uns schießt. Ich möchte das mal ganz klarstellen hier. Landing Gear raised. Schon wieder vergessen mit dem Landing Gear, ey. Jedes Mal. So peinlich immer. Quantum Drive is now off. Wo ist Ninix? Da ist Ninix. Ah, der muss ich jetzt anfliegen. Ich versuch's mal so um. Versuche jetzt mal so auf um die 200 oder sagen wir 150 Kilometer mich ranzunähern, weil wir sind schon sehr schnell. Gerade ein bisschen arg viel Geschwindigkeit draufgekriegt. Ich glaube, Ninix nähert sich gerade. Mein Spiel ist abgeschmiert, oh nein! Ich gehe mal ein bisschen über Gebühr raus. Da gehen die Triebwerke mal ordentlich durch. Da hauen wir die ganzen Restrückstände raus. So, ich gehe jetzt mal wirklich über Maximum drüber. So, und jetzt bremse ich am besten gleich mal ab.
Weil bis wir aus der Geschwindigkeit wieder auf Null kommen, das dauert ein bisschen. Und ihr seht ja, wie schnell wir auf Ninix zuballern. So, und wenn wir jetzt in der Außenansicht sehen, sehen wir hinten, feuern wir eigentlich gar nicht mehr. Aber hier, die Gegentriebwerke hier oben, die geben gerade alles. Die geben hier oben gerade alles. Da geht gar nichts ran. Wahnsinn, wie die abgehen. Sehr schön. Deswegen können wir noch auf Gas bleiben. Wie gesagt, so um die 150 Kilometer. Und ich halte immer ein bisschen links von Ninix. Nicht, dass wenn der auf uns zufliegt, dass wir dann sonst Stress kriegen. So, wir sind fast auf Maximum gerade von unserer Geschwindigkeit her. Wie gesagt, so ab 150 gehe ich in die Eisen. Bei 150 Kilometer brauche ich schon als Abbremsfläche rum. Ja. So, jetzt lass mal einfach entspannt ausfahren, ausrollen. Geh mal Krankenstation, hast du den Zeh gestoßen. Was? Warum denn? Warte mal, ich drifte gerade zur Seite, das will ich nicht. Na, schau mal. Ja, wir sind immer noch ordentlich schnell, ja, und jetzt nimmt die Geschwindigkeit langsam ab, ja. Der Bremsschub ist da. Ihr seht ja, wie wir dagegen halten, ne? Hier sieht man auch, wie die Triebwerke rausdrücken, damit wir nicht ganz so rasant auf Ninix zuballern. 77 noch. So, wie gesagt, ich versuche jetzt auf 0 runterzugehen und werde dann auch die Geschwindigkeit drosseln, damit wir selbst bei kleinsten Manövern Ninix dann auch rüberboarden kann und wir auch uns auch anständig annähern dürfen. Beziehungsweise wir lassen das jetzt erstmal auf normaler Geschwindigkeit noch. Ungefähr. Er kommt uns ja mit Sicherheit auch entgegen. Aber wir sind halt auch ordentlich schnell unterwegs. Jetzt bleibe ich auf der Geschwindigkeit, bleibe ich ungefähr. Und der Rest müsste dann von allein gehen. So, spätestens auf 10 Kilometern können wir dann langsam mal ein bisschen reduzieren. Aber wir kommen schon, das geht schon sehr schnell. Das geht schon super schnell jetzt auch, wenn wir auf Ninix zufliegen. Wie gesagt, sobald er rüber gebordet ist, drehen wir ab nach Microtech. Suchen uns einen schönen schneefreien Platz und machen dort eine kleine Sightseeing-Tour. Bisschen landen, bisschen gucken. Muss heute drin sein. 20 haben wir noch. Noch ein bisschen mehr Gas geht noch. So 300 rum können wir schon auf jeden Fall fliegen. Ja, butterweich. 15 Kilometer noch. 14. 13. 12, ja, jetzt gehe ich ja langsam runter. Ja, wir haben das Signal und dann ab vom Gas. Okay, ab jetzt geht's schnell, Freunde. Und jetzt taucht da unten auch im Radar auf. So, 5 Kilometer haben wir. Jetzt fliegen wir mal mit 100 noch hinterher. Und reduzieren jetzt immer weiter den Schub. Jetzt ist es auch planbarer, dass wir nicht voll in ihn reinschüren. Schönes Annäherungsmanöver, finde ich gerade. Finde ich sehr schön gerade. Es ist einfach, so will ich das auch später sehen, dass man sich im All trifft. Und dann auch Crew austauscht oder sowas. Sowas fände ich cool. Wenn das dann mit den Docking, also mit Chip-to-Chip-Docking funktioniert, dann fände ich das mega cool. So.
Ich näher mich nochmal an, damit Ninix Außenboarding-Einsatz nicht so lang dauert. Ich glaube, wir sind falsch rum, oder? Nee, doch, wir sind richtig rum. Oder? Nee, wir sind falsch rum. War ein bisschen arg ambitioniert gedreht. Was war das jetzt? Was war das denn? Attention. I have been authorized to scan your vehicle for security purposes. Please halt your vehicle and stand by. Hä? Wer scannt mich denn? Wo ist Ninix jetzt hin? Oh nein. Ich kann gar nichts machen. No, bitte nicht. Hoffentlich fängt das sich noch. Es war jetzt so eine schöne Runde gerade. Es war so eine schöne Runde gerade. Das wäre jetzt so ein toller Abschluss noch gewesen. Wir fliegen auf jeden Fall nach Microtech, Freunde. Ich will heute meine Blümchen. Na komm. Dann sag wenigstens, dass du nicht mehr kannst. Ich bin wieder auf Port Olisar. Das ist Gav gerade. Hey, ich bin wieder da. Hat er sich doch noch gefangen? Okay, Ninix, dann. Ab dafür, komm rüber. Mach danach die Luke zu. Ja, komm da. Wir sehen den kleinen Punkt hier vor uns auf uns zu bewegen. Ja! Jetzt aber. So, jetzt fährt er die Rampe ein. Skeff, du bist jetzt auf Port Olisar, oder? Bin drin! Oh, Gott sei Dank. Dann komm mal auf die Brücke. Schönes Schiff auch. Cutlass ist so ein schönes Schiff. Okay. Gut. Blümchen, Freunde. Jetzt aber mit Schmackes. Also, Port Olisar. Route setzen. Holen wir Skeff ab. Oder Skeff, warte mal, du kommst mit deinem Schiff einfach. Dann müssen wir jetzt nicht den Umweg fliegen. Dann fliegen wir gleich nach Microtech. Microtech. Und dann würde ich sagen, irgendwas, was hier so schön einfach irgendwo liegt. Hier so. Data Center, genau. Woanders vielleicht noch was? Nö, passt so. So, Ninix, du kannst nochmal dein Schiff bewundern. Fast zum Anfassen nahe. Der Punkt jetzt gerade, ich sehe den gerade gar nicht. Hier irgendwo muss er sein. Da ist er. Das ist auch ganz schön weit entfernt, Freunde. 57!
Jetzt haben wir Zeit, Freunde. Jetzt können wir Billard spielen, bis wir dort sind. Das dauert jetzt ein paar Schlückchen noch. Das dauert jetzt ein paar Schlückchen noch. Hallo? Oh nein, jetzt hat er schon wieder das... So, nochmal. Ich glaube, mein Schiff ist einfach kaputt. Kann das sein? Da mal los. Ja, ich gebe alles. Echt jetzt? Ich muss nochmal clearen. So, nochmal. Jetzt aber. Lass mal laufen und mal gucken. Ja, wenn das mit dem Quantum Travel manchmal schwierig ist, dann dauert das natürlich alles um einiges länger. Das haben wir, wie gesagt, in wenigen Sekunden. Ist ja auch ganz schön weit, ne? Kann so ein Computer mal durchaus durcheinander kommen. Habe ich nicht genug Sprit dabei? Doch, easy. Danach müssen wir aber wirklich tanken. Nur Microtech? Das ist halt ein Sprung. Vielleicht klappt das besser. Danke. Danke. Es ist mir ein Vergnügen, meine Lieben, diesen Quantum Drive mit Ihnen teilen zu dürfen. So, ich ziehe mich erstmal um. Hat alles keinen Wert. Oder ich versuche zumindest, mich umzuziehen. Ja, man muss manchmal geduldiger sein. Jetzt aber. So. Also. Das geht runter. Nein, das geht nicht runter. Helm geht runter. Danach geht der Anzug runter. So, dann ziehen wir uns mal ein bisschen was um. Ja, das passt. Das Jacket ziehen wir auch mal aus. Das muss jetzt auch nicht sein. Haben wir irgendein anderes Shirt vielleicht noch? Guck mal, Carrack-T-Shirt. Ja, finde ich auch cool. Nee, aber da finde ich das Fjore finde ich eigentlich ganz stylisch gerade. Nee, aber ohne Handschuhe, ja, nee. Nehmen wir heute mal die Hose. Boah. Man muss ja stylisch gehen, ne? So, ja, ist okay. Hütchen? Nee, Hütchen passt irgendwie nicht dazu. Finde ich, so kann man das mal machen. Jo. Ja, finde ich angenehmer. Angenehmer und angemessener. So, dann gehen wir mal gucken, wo die Crew ist. Nilix ist schon oben. Ich glaube, der ist gerade im Kartografie-Deck, so weit oben, wie der ist. Können wir mal besuchen kommen, oben? Ah, da können wir, glaube ich, können wir da hoch? Ja, hier, oder? Aber nee, wir müssen den hinteren Aufzug, glaube ich, verwenden. Den großen. Den richtigen Aufzug. Gehen da. Achso, warte mal, mal hinten raus. Oder ist Nilix schon wieder hier im Weltraumspaziergang? Oh nein, da dürfte ich das Airlock. Nee. Da gehe ich nicht hin. Alter Schwede, schaut das cool aus. Da gehe ich nicht hin. Wenn das Airlock ist, mag ich das nicht.
Ich finde das halt so geil. Du bewegst dich da mit einem Schiff durchs Weltall, in einem Affenzahn. Du merkst, wenn du innen drin bist, nichts davon. Nichts. Die Leute bewegen sich völlig normal. Du hast kein Rubberbanding drin. Großartig. Bin ich noch bei euch in der Party? Ja. Ja, alle drin. Da ist nix. Das Deck ist halt schon cool hier oben. Vor allem halt die Aussicht nach vorne, ne? Die ist halt geil, wenn du hier unterwegs bist. Ich muss hier raus. Die Schuhe sind gar nicht schlecht. Finde ich cool. Schauen optisch sehr schön aus. Hier, wie das dann nochmal... Hier, was halt auch geil ist, ne? Wenn du hier drunter schaust, ja, hast du halt hier unten die Röhren und so weiter. Und hier oben drüber ist nur das Gitter eigentlich. Schaut aber trotzdem viel cooler aus. Ach hier, das ist ja dieser geheime, ominöse Raum, ne? Wo keiner noch reinkam. Pull to release. Interessant hier. Schaut halt so mega cool aus einfach. Sag mal, das hier... Hätten sie aber auch irgendwie zumachen können. Die Brücke allgemein ist mir viel zu offen, finde ich. Ich finde das cool, wenn du das irgendwie nochmal abschotten könntest. So im Falle eines Angriffs, dass du hier nochmal eine zweite Tür komplett schließen kannst. Was, Kappe? Nicht schon wieder die Kappe. Oh. Das macht mich echt traurig, diese blöde Kappe. Dankeschön fürs Bescheid sagen. Dann ziehen wir unseren Rohrkreuz um. Ah, right. Hey Hoddy, willkommen zurück. Hey Hoddy, alles gut. Wir sind sauber rausgekommen aus der ganzen Nummer. Jetzt ist ohne Kappe, ha? Viel besser. Recht, da sitzt keiner, aber der ist falsch rum. Er ist kaputt. Wo ist mein Zwerg? Mal gucken. Ich hoffe, dein Zwerg ist jetzt gleich im Microtech, aber da ist noch wahnsinnig weit hin. Da ist noch wahnsinnig weit hin. Geister an Bord. Zwergophobia. Auch noch. Ich bin mal gespannt, was die dann können später mal. So Server, ich meine, sind ja dann Datenspeicher auch, aber sollen ja auch automatisierte Sachen ausführen können. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann praktisch nur Nutzen ist. Einer in deiner Crew liegt auf der Krankenstation. Wer denn? Ich hoffe... Habt ihr euch eigentlich alle hier gebunden an die ICU? Hier ist keiner. Doch, hier ist einer. Moinsen. Willst du ein bisschen? Oh,
Oh, warte mal, da strahlt. Ich geh mal raus und mach mal die Tür zu. So, Moment, der Doktor ist da. Wir machen jetzt hier mal eine Bestrahlung, ja. Uran! Hier, nach Smiley. Kann ich auch nach HUL... Ich weiß nicht, ob da... Das müsste ein Reststop sein. Da müsstest du auch tanken können. Storage Room. So schaut es aus bei Lipo Storage Room, ne? Die ganzen Sachen hier liegen noch irgendwie... Handschuhe, Mensch. Ist alles da liegen. Assets. Ja, Lippo. Lippos Krankenstation, alles Zeug ist da, aber Zeug liegt da rum. Ja, Lippo, Lippo, Lippo. Irgendeine Art Spritze oder sowas rum, keine Ahnung. Kann man das eigentlich mittlerweile öffnen? Nee, ne? Storage Room, Storage-Dinge. Hier liegen auch irgendwelche Sachen rum, irgendwelches so Blut oder sowas, was hier gespeichert ist. Also, der Arzt hat echt zu tun, ne, hier an Bord. Dafür, dass das so eine Art Ein-Personen-Krankenhaus ist, unser Mediziner hat da auch Herausforderungen, finde ich. Gerade auf so Langstreckenmissionen oder so, stelle ich mir das schon vor, als wäre das so ein bisschen anstrengend. Ah, hier oben Microtech, sehen wir ja, wie weit es noch ist. 23, ja, könnte ich so langsam und gemach, könnte ich mir vorstellen, mal Richtung Brücke zu laufen. Wo sind wir denn überhaupt? Da ist nie nix. Das heißt, da sind wir auch. Ja, und da ist Microtech. Ja. Ja, nichts ist oben. Wir können ja auch mal in die obere Brücke schauen. Ich bin super selten in der oberen Brücke, weil ich in letzter Zeit ständig selber fliege. Weil ich auch ein Feeling für das Schiff haben möchte. Deswegen bin ich ständig in der unteren Brücke. Aber eigentlich als Kapitän quasi, wenn du später dann mit ein paar Leuten unterwegs bist und wirklich dann auch mal alle Funktionen implementiert sind, dass die Leute auch was zu tun haben, dann hast du halt hier oben quasi, ist er quasi als Captain. Ich bin auch mal gespannt, wann diese Displays dann endlich mal auch customal so ein bisschen anpassbar sind. Was macht denn nix da? Lässt die Beine baumeln. Warum? Kann nicht mehr bewegen. Umbringen geht auch nicht. Ach so. Na gut, dann sei es euch vergönnt. Und auch sowas, dieses Hulu-Display, wann das mal irgendwann nutzbar auch sein wird. Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Weil sowas, da ist jetzt, ihr seht schon, da ist dieser Positionsring ist ja schon drin, ne? Mit der mit dem aktuellen Radar und so weiter. Ich bin doch mal gespannt, ob das dann cool aussieht, wenn dann auf 3D irgendwas kommt. Was ich mir allerdings für den, wenn hier oben der Captain sein soll, ja, hätte ich mir gewünscht, dass hier mehr Displays sind. Dass hier irgendwie mehr Status-Displays sind, weil als Captain willst du ja auch alles so ein bisschen im Blick haben. Hätte ich mir ein bisschen mehr Status-Displays gewünscht. Aber gut, das ist Jammern auf hohem Niveau. Huch! Knapp. So. Ich hoffe, Ninix, bist du wieder rausgekommen bei uns? Hast du dich in der Krankenstation gebunden gehabt? So, 13 Millionen haben wir noch. Ich hoffe sehr. Ich sehe ihn jetzt zumindest auch nicht auf der Karte groß. Millionen. Wir können ja trotzdem noch mal schnell was anderes schauen. Ist Ninix noch drin? Ne, Ninix ist ganz raus.
So. So. Na ja, gut, dann müssen wir kurz abwarten. Genau, und dann sind wir aber auch gleich da. Ich habe dich aus Versehen bei den Freunden gelöscht. Einfach nochmal Anfrage schicken. Nee, nix. Einfach nochmal Anfrage. Ist mir auch schon passiert. Ja, jetzt ist er drin. Die letzten Meter laufen. Okay. So, wir müssten jetzt eigentlich gleich da sein. Es müsste jetzt echt wirklich nur noch ein Katzensprung sein. 5 Millionen noch. Aber merkst du, der Server ist gerade zäh. Genau, wir sind hier schon durch. Ja, Microtech ist halt am Ende der Welt, ne? Im wahrsten Sinne. Recht viel mehr raus geht noch nicht. Ja, aber Linux, wie gesagt, ist mir auch schon passiert. Ich habe auch schon mal versehentlich irgendjemanden aus der Friendslist rausgelöscht. Ich weiß aber, ich habe zu schnell geklickt und dann war er plötzlich draußen und ich wusste gar nicht mehr, wer es war. Das war, hat mir auch total leid getan. Das kann passieren. Es kann passieren. Wann kommt der Lohn? Okay. Dennis, der Lohn kommt. Der Lohn kommt. Wie machen wir es denn? Da. Wo ist denn Dennis gerade? Da. Oder vielleicht kommt er auch nicht sofort. Kann es gerade nicht machen. Oh, wir kommen näher. Freunde, wir kommen näher. Wir sind schon in der Judikative von oder in dem Einflussbereich, in der Sphäre von Microtech. So, jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal hier was machen. Der Lohn! So. Sag mal, das geht doch gar nicht, oder? Doch, das können wir, glaube ich, anfliegen so. Sie hält jetzt gerade überhaupt nichts. Warte mal kurz. Nee, das wollte ich nur nicht. So, damit kann ich jetzt wenigstens kann ich jetzt den oberen Wert sehen. Echt jetzt? Geht gerade gar nichts. Nochmal. Jetzt lädt er automatisch. Schauen wir mal. Nee, geht nicht. Kann ich nicht anfliegen. Versuchen wir mal den hier.
Probieren wir einfach mal den hier. Vielleicht kommen wir auf dem raus. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Es läuft. Das läuft. Manchmal braucht man halt ein bisschen Geduld oder ein anderes Ziel. Beides geht. So, und jetzt würde ich sagen, meine Lieben, schauen wir uns da unten mal um. Wobei, das ist jetzt hier voll in der Eiswüste, ne? Haben wir dann die nächste schönere Gegend? Wenn, dann ist er irgendwo da hinten schöner. So, gucken wir nochmal. Aber hier ist doch alles irgendwie so farblich eher schwierig, oder? Ich sehe hier von außen auch tatsächlich relativ wenig Grün. Es sah jetzt auch von oben anders aus. Irgendwie sah das so aus, als wäre das von oben hier irgendwie heller. Aber es ist an sich schon ein schöner Planet. Ja. So, wenn du jetzt die Lichtreflexion hier siehst. Wir können trotzdem mal ganz kurz gucken, wo sind wir denn eigentlich hier genau? Auf der anderen Seite und deswegen zeigt das nicht richtig an. Hier sind wir. Ich sehe so ein bisschen. Ich versuche mal in die Richtung zu fliegen. Es fliegt sich tatsächlich auch gar nicht mal so einfach. Da unten sollte es sein. Exit Atmosphere, okay. Ja, gut, wir können aber da trotzdem mal runterfliegen. Ist doch jetzt gar nicht mal so weit weg. Machen wir ein bisschen Tiefflug. Schaut auch schöner aus, komm. Sind wir eh in der Atmosphäre richtig drin. Ah, ist schon schön, oder?
Guck mal, hier ist so Regen oder sowas. Obskuren sagt gerade, 50 Kilometer würde ich tatsächlich so anfliegen, das lohnt nicht. Ja, tatsächlich, also vor allem, das schaut ja auch toll aus. das ist größter Lohn. Kann passieren. Schaut euch mal an, wie das auf der Scheibe aussieht. Ja, mega cool, oder? Aber das sollte jetzt laut Kartennavigation... Eigentlich sollte das doch jetzt hier so ein relativ schöner Spot sein, oder? Oder täuscht das gerade? Die eigene Position zu finden ist manchmal nicht so einfach. Wir sind hier unten irgendwie rausgekommen. Aber das sollte eigentlich auch passen. Schade, dass wir jetzt keinen Rover dabei haben. Das ist es halt. Hier so die Bäume und so weiter. Das schaut halt auch schon mega aus, ne? Das schaut halt schon mega aus, ne? Aber ist weit und breit nichts von grünen Landen. Das ist schon Winter Wonderland auf jeden Fall richtig. Geh mal ein bisschen höher gerade, damit wir vielleicht das noch sehen können. Ein leichter Steigungswinkel. Aber du merkst halt, Microtech, ne? Da ist schon ordentlich Schmackes dahinter. Der zieht schon ran. Schau mal, ob ich aus der höheren Lage jetzt irgendwas Schönes finde. Drüben ist noch was. Aber das ist alles noch weiß, ne? Unten ist auch noch so ein Gebirgsteil, aber das ist auch nicht so schön, finde ich. Okay, Freunde, das ist der perfekte Moment. Wir schauen uns das beim nächsten Mal an. Ja? Das ist der perfekte Moment, wieder rüber zu wechseln, Freunde. Ups and the downs, my heart will.